Hallo Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed. Und wir sehen schon, Kopfgeldjäger sucht uns schon wieder. Und dann würde ich mal sagen, wir gehen mal in diese Richtung und decken den neuen Bereich von diesem Gebiet auf. Also ist ja bloß ein Teilbereich, aber schauen wir uns doch jetzt mal an, was uns dort erwartet. So, 180 Meter. Ich zeige doch mal schnell, wo es hingeht. Und zwar wollte ich hier zu dem Fragezeichen. Tal von König Lelex. Schauen wir nochmal, ob wir hier noch ein bisschen was erledigen können, dass wir Stufe 10 werden und damit wir endlich die blöde Söldnerin hier töten können. So, mal Bildmachgerät an. Servus, Leute. Oh, der wehgetan. Ist das hinter der Festung oder was? Okay, wir sehen es noch nicht. Von Alcatus. Okay, scheinen normale Gegner zu sein. Also, was heißt keine Gegner, aber. Okay, schauen wir da mal hin. Okay, Befehlshaber auch schon, Kriegsvorräte verbrennen. Den könnten wir eigentlich schauen, dass wir den für unser Schiff kriegen. Die Metropolis Megara. Mit Sicherheit finde ich hier den Anführer. Wollte ich eigentlich nicht so. Ich wollte ihn eigentlich für unser Schiff rekrutieren. Riesenstreitkolben. Okay, mit so einem spiele ich nicht. Ich würde sagen, wir gehen mal hier runter.
ne? Der dreht sich aber auch nicht. Merken wir uns den gerne noch hier. Das ist ja schon wieder die. Ich glaube, dass die mir hinterher rennt irgendwie. Mal schauen, dass die mir nicht zu nahe kommt. Okay. Oh, was haben wir denn da Schönes bekommen? Ein episches. Oh, das ist gut. Okay, lass mal gucken. Wir sind irgendwo hier rüber. Was ist denn dieser blöden Kriegsvorräte? Muss noch hier irgendwo sein, oder? Ah, ist das Haus des Anführers? Oben.
Das ist das Ostragon-Rätsel. Okay, jetzt haben wir noch einmal Kriegsvorräte verbrennen. Boah, der regt mich auf hier, der Typ, ganz ehrlich. Vorher schon oben. Oh, muss hier rein, oder was? Ah, okay. Haben wir nicht gleich gesehen. Okay. Haus abgeschlossen. Nur so eine Stufe 11, hier können wir nichts machen. Und hier ist eigentlich, glaube ich, eh schon das Beste. Das ist alles schlechter. Gut, dann lass mal schauen, wo wir als nächstes hingehen. Das haben wir abgeschlossen. Hier war ein Aussichtspunkt, den holen wir uns aber später. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zu dem Ort hier. Weg von dem komischen Söldner. Wahrscheinlich würde Egel wieder hinterherkommen. Irgendwie ist der immer da, wo ich bin. Was ist das jetzt? Antike Stele finden. Grab, okay. Wo ist der andere? Hier hinten. Ah!
Ja, das war ja komplett klar, dass der jetzt hier reinkommen muss. Diese Missgeburt. Ich muss speichern. Blöde Bitch. Okay, haben wir die erledigt? Das wollte ich eigentlich jetzt gar nicht. Okay, Söldner. Dann müssen wir Oritia, die Träumerin, besiegt. Antike Stele finden. Ach, die wäre gar nicht gesehen. Spartanische Beinschienen. Alter. Hier muss doch irgendwo was sein. Hinten soll was sein. Aber hier gibt's ja keinen Geheimgang oder so, oder? Ah, hier ist ein Ding. Okay, hab ich nicht gesehen gehabt. Origins aber nicht gut mit Feuer machen können. Naja, da gehen sie gut runter. Die machen extrem Schaden. Diese blöden Schlangen. Wir müssen aufpassen.
unten ist die Kiste. Was ist denn das hier ein Ding? Interagieren, machen wir mal. Antike Seele gefunden. Okay. Abgeschlossen. Ah, da kriegt man gleich einen Fähigkeitspunkt. Das ist auch geil. Okay. Aber wir nehmen uns auf jeden Fall noch die Kiste mit. Hier ist ein Kistchen. Oh. Kopfhaken. Was ist denn das schon wieder? Kopfhaken. So ein Ding eigentlich genau gleich. Ja, da hat ein Attentatschaden nochmal drauf, wenn wir dann gravieren. Ich behalte es jetzt mal. Ey. Schreck mir nicht so, Mensch, du Vieh. Oh Mann! Die sieht man aber auch nicht. Okay, hier ist jetzt auch nichts mehr, oder? Keine versteckte Tür irgendwo. Okay, müsste es gewesen sein. Was ist das hier? Einfach nur kaputt. Kann auch nicht durch, okay. Da müsste es ja eigentlich gewesen sein, soweit, oder? Alles gesnackt. Schlangen sind tot. Wieder raus, wenn ich hier wieder rausfinde. Das hätte man bestimmt wegziehen können. Bestimmt eine Art Shortcut oder sowas. Da rennt doch schon wieder einer rum, oder? Aber ich sehe keinen. Vielleicht ist das ein Anzeigefehler. Ja, ich hab deine ganze Bude. Was? Wie bitte? Gib mir alles. Muss ich mal schauen.
Wer soll denn das sein? Neuen Söldner entdeckt. Ach, den will ich ja gerne mitnehmen. Auf Schiffsle. Und wie soll man an den rankommen? Jetzt bewegt er sich gerade nicht. Oder er backt gerade. Dein Glück hat dich verlassen! Oder seins. Oh. Gib mir Loot, epischen! Sehr, sehr geil! Schauen wir doch den mal. Sehr schön, haben wir noch zwei hier. Unentdeckt, unentdeckt, okay. Und wir wollten noch schnell schauen, wir haben ein schönes Kopfteil bekommen. Okay, sieht zwar hässlich aus, aber besser als nichts. Sehen, okay. Und sie würde hier sehr aus. Aber nur gut. So, hier ist eine Tafel wieder. Hier können wir wieder Quests annehmen. Gehen wir mal hier hin. Schalte den Politiker aus. Aber das ist immer blöd, dass es mich von der Karte her nimmt. Das musst du mir eigentlich anzeigen, ja. Jawohl. Kopfgeld hat sich soeben erhöht. 39 Drachmen. Okay. Sehr schön. So, das nächste. Hier wäre auch noch was. Was ist das hier? Oh, das ist eine riesen Burg. Eine Burg, wie wir da hinten schon hatten. Na komm, wir gehen mal hier hin gleich.
Benötigst du irgendwas? Ich habe ein Problem. Ich habe vielleicht ein bisschen gelogen, um einen Söldnerauftrag zu bekommen. Es ist ein weit größerer Auftrag als die, die ich gewohnt bin. Ach, das haben wir schon mal angenommen. Inwiefern hast du denn gelogen? Ich sagte dem spartanischen Befehlshaber, ich hätte schon ganze Flotten versenkt. Ja. Also schickte er mich gegen die Piraten in der Gegend. Und die Athener. Du hast noch nie ein Schiff versenkt, oder? Doch, einmal. Aber es war meins. Und ich war an Bord. Dann muss ich die Flotte der Athener versenken? Ich will kein Schiff mehr am Horizont sehen, wenn du fertig bist. Ja, das können wir jetzt aber nicht machen. Ja. Ich bin genau die Richtige. Weil wir jetzt keine Zeit für das haben. Ich bitte dich, und das ist so eine Zeitquest. Alles erledigt. Okay, das machen wir jetzt natürlich nicht. Und hier. Ah, hier ist schon wieder einer, schau. Stufe 11. Ey, ey, ey. Wenn ich jetzt hier hochgehe, dann wird er auch hier hochrennen, wahrscheinlich. Dann gehen wir mal da hoch. Schauen wir mal, ob wir die Festung einnehmen können. Aber mit Sicherheit kommt der blöde Söldner dann auch. Oh, was ist denn jetzt hier? Jetzt gar nicht so viel los anscheinend, oder? Oh, voll. Haben wir hier irgendwo Gebüsche oder so? Wo sich ein bisschen verstecken kann? Dass wir die ein bisschen anlocken können. Sie werden mich suchen. Was war das? Ich muss vorsichtig sein. Was ist denn? Ist die andere auch schon wieder hier, oder was? Will mich da jemand verschaukeln? Okay, jetzt will ich mir gern den hier schnappen. Wenn ja, dieser blöde Hund mich da sieht. Gesehen. Gefangenenbefreiung. Dafür mache ich aber erstmal den blöde Töle hier weg. Habt ihr mich jetzt gesehen oder nicht? Schauen, wo die Gefangenen sind. Dort hinten anscheinend. Hilfe! Hört mich denn keiner? Ja, ist doch gut. Egal. Danke. Deine Güte wird mir eine Inspiration fürs Leben sein. Thank you.
Okay, dann sind sie auch abgeschlossen. Dann würde ich sagen, hier oben haben wir alles fertig. Hier unten ist wahrscheinlich noch ein bisschen, ja, ist noch ein bisschen zu schwer. Dann gehen wir doch mal hier runter. Ja, gehen wir hier runter, dann zum Schluss holen wir uns dann den Aussichtsposten. Oder holen wir uns den gleich, ja? Den holen wir uns gleich, dann haben wir den erledigt. Okay. Gut, ich würde aber sagen, wir machen aber erst in der nächsten Folge weiter. Sind doch schon wieder knapp 40 Minuten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wenn ihr Bock habt, schaut natürlich gerne wieder rein. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Euer Andi.